Weiter geht's mit einer neuen verlorenen Folge Far Cry 6. Ja, wir machen jetzt hier weiter mit der Mission Verloren gegangen. Triff dich mit Bicho. Das werden wir jetzt auch einmal tun. Und der Gute wartet auch schon hier oben auf uns. Und ja, in der letzten Folge ist ja einiges Krasses so zum Schluss passiert. Weswegen wir jetzt auf jeden Fall auch gesucht werden. Danny, wir müssen das hinbiegen. Ich dachte, Radio Libertad würde alles in Ordnung bringen. Aber es ist alles im Arsch. Talia macht irgendeinen verrückten Scheiß. Ich habe seit Tagen nicht geschlafen. Alles ist scheiße, seit Paolo weg ist. Mein Dealer schwört, er hätte ihn am Flughafen gesehen. Und zwar mit diesem Pisser Bembe. Danny, du darfst Paolo nicht gehen lassen. Er ist der Einzige, der Talia vor dem Abgrund bewahren kann, Schwester. Das machst du vielleicht lieber unauffällig, Danny. Da sind eine Menge Soldaten. Alles klar, so unauffällig dorthin. Gut. Da wollen wir mal. Ich hätte es nicht rein zu fälschen, Flieger am besten direkt. Da würde ich schneller dorthin kommen. Gut, einmal hier runterspringen. Zack, da unten wäre auch noch ein Sammelobjekt, wie es aussieht. Ich denke, das holen wir uns mal noch ganz fix. So, einmal abspringen. Sehr schön. Gut. Rette Paolo. Zack, das mitnehmen. Hier haben wir auch noch was. Einsammeln. Sehr gut. Dann geht's ganz schnell hier an ein Fahrzeug rankommen. Obwohl, ich sehe gerade, das Terminal ist gar nicht mal so weit weg. Na, dort vorne ist direkt schon unser Ziel. Ja, und über uns ist ein feindlicher Flieger. Puh, zum Glück hat er uns jetzt nicht gesehen. Aber hier unten sind auf jeden Fall viele Soldaten. Gut, wir müssen mal gucken. Ist hier der Zaun irgendwo beschädigt? Ja, hier. Gut. Sehr gut, wir sind drin. Waffen tue ich einfach mal noch drin lassen. Paolo, wo bist du da bloß reingeraten? Gut, schnell hier hoch einmal. Ich denke mal, wenn wir oben lang machen, ist es vielleicht ein bisschen besser für uns. Oh, da hinten. Komm! Jawohl. Gut. Nein, nicht hier runterklettern! Nein! Okay, wir müssen auf den drauf springen. Am besten. Los geht's. What? Geht das nicht? Ich dachte, ich kann das so einen Takedown machen. Von oben halt. Gut, scheinbar nicht. Dann muss ich halt die Waffe rausholen. Nein. So, jetzt schnell hier rein, los. Wo bist du, Paolo? Paolo, mein Lieber, wo bist du? Hier hinten durch. Na, wo ist er? Oh. Na, Feinde. Ach, Respekt. Ich glaube, das wird jetzt hier ein bisschen heftig. Gut. Gut, 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 gut. Erstmal das Gebiet ein bisschen sichern. Auch noch ein bisschen was hier mitnehmen. Wir nehmen bei den Paolo suchen. So, wo ist denn der hier? Es muss hier irgendwo noch einen Raum geben. Das hier ist zu. Hin sind wir noch nicht lang. Aber so groß ist eigentlich der Ort hier nicht. Ich könnte mir vorstellen, der versteckt sich hier irgendwo. Paolo, wo bist du? Wo ist der denn nur? Ich denke, wir schalten aus mir alle Feinde aus. Vielleicht ist der in so einem Container drin? Nee, dort hinten zeigt es ja unseren Zielort an. Also müssen wir schon nochmal dorthin.
Ja, nur werden halt hier auch immer mehr Truppen kommen jetzt. Weil die Rache wollen für die eine Frau. Gehen wir hier durch den Lüftungsschacht. Mal sehen, vielleicht finden wir hier durch nochmal einen anderen Raum, wo wir noch nicht waren. Nur ist es halt gerade draußen auch echt heftig. Das sieht nicht gut aus. Paolo, wo bist du? Ja, sag ich ja, Danny. Das sieht echt nicht gut aus. Wo geht's hier lang? Hier waren wir auch schon. Wir gehen einfach mal komplett geradeaus, würde ich sagen. Mal sehen, wo wir da dann hinkommen. Na. Komm schon, Paolo, sei bitte hier irgendwo. Sei bitte hier irgendwo. Da ist ein Gegner. Kommt, er könnte. Vielleicht sollte ich wirklich erstmal hier den ganzen Bereich sichern. Halt, hier geht's nochmal nach oben, wo? Paolo, wo bist du? Komm schon, der muss doch hier irgendwo sein. Ich muss auch gestehen, ich habe mich gerade hier irgendwie verlaufen. Bist du verriegelt? Da drin. Da ist er. Ah, das ist dieser andere Typ. Ah, der wird 100 pro wissen, wo er ist, denke ich. Los, rede mit mir. Ah, jetzt kann er nicht mit mir reden. Schreit gleich. Wo ist der rum? Hola, Rojas. Ja, hallo. Rede mit mir. Ich würde gern glauben, dass du deinen guten Freund Bembe besuchst, aber wir wissen beide, dass du zu Paolo willst. Wo ist er? Er sollte jetzt eigentlich in einem Erste-Klasse-Flug nach Miami sitzen. Aber du hast ihn verkauft. Nein. Das war eine Überraschung. Ich wurde von Soldaten erwartet, Rojas. Also habe ich mich auf einen Deal eingelassen. Und dann hast du ihn verkauft? Für meine Freiheit und eine Provision. Aber ich bin nicht herzlos. Ich sage dir, wo sie ihn hingebracht haben. Er ist jetzt in einem Resort in Barrial. Wenn sie ihm was angetan haben, bist du dran. Versprechen, versprechen. Wenn ich du wäre, würde ich mich beeilen, Rojas. Paolo ist nicht gerade in guten Händen. Hm? Kann ich ihn erledigen? Ah, der zeigt aber immer noch als Verbündeten an. Okay. Gut, dann gehen wir mal los. Okay, wir haben drei unterschiedliche Orte als Markierung, wo er sein könnte. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir den Flieger und fliegen dort hin. Hm. Los geht's. Hier starte, schießen die mich ab. Okay, was? Die würden mich abschießen. Das ist aber gar nicht gut. Aber wir machen es einfach mal. Hauptsache, wir kommen ein Stück wenigstens voran mit dem Flieger. Luftfahrzeug B5606. Identifizieren Sie. Komm schon. Schneller lang, schneller lang, schneller lang. Ich darf nur jetzt noch nicht abstürzen. Du hast Paolo! Du bist eine echte jalanische Heldin! Sei mal kurz still! Er wurde gefangen genommen und in ein scheiß Resort gebracht. Ein Resort? Was bedeutet das? Geht es ihm gut? Ist es ein schönes Resort? Bicho, ich melde mich, wenn ich ihn habe, okay? Würde der Flieger wohl noch mal kurz gehen, wenn ich ihn so ein bisschen repariere? Naja, dann sollte der eigentlich noch mal gehen. Eine verlassene Mine. Hätten die mich aufräumen können. Komm schon. Dann fliegen wir nämlich nochmal weiter. Das muss ja nicht so bis zum Ziel sein. Hauptsache, wir kommen wenigstens noch über diese großen Berge hier hinweg. Hier wird der Luftraum überwacht. Ich bleib besser am Boden. So, was wäre denn, wenn ich einfach tief fliege? Flieg, 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 flieg. Wir müssen höher, wir müssen höher, wir müssen höher. Wegen den Bäumen, ja, aber an sich passt das so noch. Sehr gut, wir kommen voran. Welches Resort nehmen wir? Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen einfach das hinterste.
Weiß nicht, sagt mir irgendwie mein Gefühl. Jawohl, wir könnten auch alle drei einfach abklappern. Weil dann finden wir vielleicht noch ein paar schöne Vorräte dort oder so. Mal sehen. Ja, wir nehmen erstmal das Hinterste dort hinten, würde ich sagen. Ich verlasse mich einfach mal auf mein Gefühl. Gut, mal sehen, wie wir es jetzt angehen. Ob wir von hier oben aus einfach runterfeuern oder ob wir einfach jetzt gleich rausspringen mit Fallschirm. Das Resort hier ist ziemlich klein. Dort wird er nicht sein, denke ich. Warum sollten Sie Paul auf so einen Ort bringen? Komm schon. Hörst du mich? Ja, weiter. Los. Na, wo ist dort noch jemand? Oh, da hinten. Da kommt Verstärkung. Okay, ganz fix hier die Kiste mitnehmen. Komm schon, Paolo. Wo bist du? Und ich glaube, hier ist er vielleicht sogar doch nicht. Weil das Lager ist ja mit so das kleinste von den ganzen hier. So, kurz ein bisschen reparieren. Und weiter. Das ist das falsche Resort. Mir läuft die Zeit davon. Gut, an der rein. Oh nein, oh nein, oh nein. An die Kanone, an die Kanone. Sehr gut. Und weiter, ab zum nächsten. Hier denke ich, ist die Chance schon höher, dass er irgendwie in einem dieser Räume ist. Wenn er nicht hier, dann ist Bambi ein toter Mann. Na, wo ist er? Scheiße! Okay, er ist hier auf jeden Fall. Paolo! Paolo! Antworte, wenn du mich hören kannst! So, nimm das. Paolo, ohne dich gehe ich nicht! Wo ist er? Hier, nimm das. Und das. Und das. Und nimm das auch noch. Und dann nimm noch das hier. Gut. Wo ist er? Er ist auf jeden Fall in einem dieser Gebäude. Aber welches ist das Richtige? Halt, bei dem Gebäude hier zeigt es mir Feinde an. Vielleicht ist er hier? Ja, wenn hier irgendwo ein Eingang wäre. Und irgendwie ist hier nirgendwo ein Eingang. Vielleicht geht's hinten irgendwo rein? Nein. Halte noch kurz durch, Kollege. Ich muss noch finden, wo du genau drin bist. Ah, dort hinten bestimmt. Ja. Jetzt zeigt sich auch eine Vor... eine Markierung an. So, komm schon. Ich muss hier rein. Ich bin da. Hilfe ist da. Ruhig, Danny. Nein, das ist dieser blöde Doktor. Ich liebe diese neuen Handys. Die sind so dünn. Oh nein, was macht er mit uns? Schmerz ist Teil des Fortschritts. Das habe ich von Castillo gelernt. Zum Beispiel Viviro. Das wäre nie vorangekommen, hätte ich die Paria-Lager nicht geschaffen. Weißt du, Waisen wie du sind die besten Versuchsobjekte. Wie auch die Armen
und alle anderen am Rande der Gesellschaft. Das sind 0,5 Milliliter PG-240. Das, was ihr Gift nennt. Und es wird in deine Blutbahn gepumpt. Vom Doktor verschrieben. Alles, was ich tun muss, ist anrufen. Korte den Durchgang ab. Wach auf, Danny. Habt ihr mich vermisst? Talia. Komm schon, Carina. Du bist sicher. Du bist jetzt bei mir. Er hat mir was eingepflanzt. Oh Gott, er hat mir was eingepflanzt. Talia! Bring sie zu Matthias. Beeilung! Okay, okay. Ich warte da. Na super. Der hat uns irgendwas reingetan. Wir müssen das irgendwie wieder rausbekommen. Matthias, ich brauche deine Hilfe. Danny, ich kann jetzt nicht reden. Paolo und Talia sind auf dem Weg. El Doktor, der Drecksack. Er hat mich vergiftet. Das Zeug muss raus. Okay, du musst alleine in meine Klinik kommen. Folge der Straße nach Norden. Sie führt direkt zu mir. Kapiert, Danny? Danny? Na super. Auto. Ich brauche ein Auto. Wir müssen schnell zu dem Arzt hin. Zu Fuß schaffe ich's nicht. Bewegung, Danny. Du musst schnell zu Matthias. Nimm dir einen Moment und sag mir, wie es dir geht. Für die Wissenschaft. Du bist nicht echt. Inzwischen sollte das PG-240 die Bluthirnschranke überwunden haben. Halt, Maul! Deine Neuronen geben zufällige Impulse ab, während sie ausfallen. Dein Unterbewusstsein übernimmt die Kontrolle. Halt dein verdammtes Maul! Ich habe nur eine Bitte. Sorge dafür, dass deine Leiche für die Autopsie intakt ist. Das war ein großer amerikanischer Traum. Das ist ein Scheißname. Problemlöserwerkstatt klingt doch viel besser. Andro? Weißt du, was wer von das mir sagt? Es schreit Mitleidsfick. Ich hätte den Yankee-Muschis ertrinken sollen. Du hättest nicht sterben sollen. Es ging alles so schnell. Ich hätte nicht sterben sollen? Das ist alles, was du zu sagen hast, Dani? Du hast meine Leiche einfach auf dem Dach liegen lassen. Die hätten uns auch um... Komm schon, wir müssen schnell jetzt dorthin. Alejo, bitte. Hör auf. Dani, du schaffst das. Lauf!
Danny, du als nächstes. Paolo, halt dich still. Ich hätte sie nicht allein lassen dürfen. Das war der verfluchte Bambi. Er hat uns verraten. Nicht so, nicht so. Wir wollten doch zusammen sterben, weißt du noch? Danny, was machst du da? Danny! Hör auf mich, Danny, lass das Messer fallen! Ein Mist, mir, Danny! Willkommen zurück. Wie geht's, Talia? Ihr habt beide Glück, den besten Arzt in Yara zu haben. Wo ist Paolo? Draußen. Er meinte, er muss einen Krieg planen. Wenn du dich nochmal aufschneidest, flicke ich dich nicht wieder zusammen. Okay, also dafür, dass sie sich aufgeschnitten hat, geht es erstaunlicherweise sehr, sehr schnell wieder gut. So, was haben wir hier noch? Okay, direkt noch neue Markierungen für unsere Karte, sehr gut. So, als nächstes müssen wir mit dem guten Paolo sprechen. Das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen, Leute. Hier machen wir jetzt erstmal Schluss. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.